Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play City War Nations. Mein Mikro war gerade ein bisschen komisch. Ja, wir waren auf dem Weg zur Selbstfindung. Eine Selbstfindungsreise haben wir unternommen. Dabei treffen wir auf allerhand freundliche, aber vielleicht auch unfreundliche Kreaturen. Auf jeden Fall auf einen Creeper. Und auf Skelette, die sich selbst töten. Auf Zombies und auf Gebilde. Okay, das ist nur ein Brunnen. Schade. Hätte ja auch was anderes sein können. Egal. Ich mache weiter mit der Selbstreise. Und befinde mich in einer Wüste, die mir bisher nicht bekannt vorkommt. Und ich werde mir hier schnell weglaufen, denn die Skelette und so sind hinter mir her. Man muss sich auch nicht unnötig in Kämpfe stürzen. Und ich werde nicht in dieses Lavabecken fallen, denn das hatten wir schon mal. Wäre relativ innovationslos, jetzt nochmal in Lava zu fallen. Aber bis jetzt habe ich echt noch nichts Cooles gefunden. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen in Richtung Städte zu gehen, ohne wirklich nach Hause zurückzukehren. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Cooles. Ist ja immer noch so die Hoffnung. Und ihr wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Willst du mich mit einer Schaufel angreifen oder was? Tja. Ey! Scheiß Spinne. Blöde Spinne hat mich fast umgebracht. Und hier sind wir schon wieder am Wasser. War da gerade nicht ein blauer Creeper irgendwo neben mir? Anscheinend nicht. Sonst wäre ja schon explodiert. Egal. Ja, wir fahren weiter übers Wasser, würde ich sagen. Dafür brauchen wir erstmal ein Boot. Again. Ich sag einfach nur Boot again. Zack. Einsteigen. Und Abfahrt. Noch eine Runde, noch eine Wahnsinnsfahrt. Hier. Das war übrigens auch mal mein Berufswunsch, hier Karussellsprecher zu werden. Das hätte ich immer ganz cool gefunden. Aber dann hast du ja nur so einen vorgefertigten Text, den du denn sagen musst. Du kannst keine eigenen Innovationen reinbringen. Das wäre ja schade. Ah, da geht's nicht lang, aber hier ist eh überall Land. Also von daher können wir hier mal ruhig über Land laufen. Das ist ja aber weniger eine Wüste als wirklich schon eine Gruppierung von losen Inseln. Aber gut. Ist auch mal nicht schlecht. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an meine Cube World Zeit, als ich noch Cube World gespielt habe. Das ja nie fertiggestellt wurde. Wo ja echt saumäßig viel versprochen wurde und nichts gehalten. Das wäre cool, wenn das Spiel irgendwann mal weiter programmiert wird, beziehungsweise fertiggestellt wird. Das wäre cool. Dafür würde ich sogar nochmal Geld bezahlen. 20 Euro oder irgendwie sowas. Das hat ja damals auch nicht viel Geld gekostet, vielleicht 10, 15 Euro oder so. Und das war schon echt ein cooles Spiel, fand ich. Auf jeden Fall. Jetzt fahren wir wieder über ein etwas größeres Meer. Man weiß nicht, wo die Reise uns hinbringt. Bis jetzt sehe ich noch gar nichts. Und ja, mal schauen, ne? Können ja auch mal schnell. Huch, nein, 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 nein. Cancel, cancel, cancel. Können auch mal schnell umschalten hier. In den F5-Modus. Das sieht dann auch mal ganz lustig aus, wie ich hier in meinem kleinen Boot sitze und gemütlich übers Meer schippere. Nur die weite See und Captain Akato in seinem Schiff Mary Beth. Arrrr. Ja, ihr Landratten. Da ist auch schon Land in Sicht. Welches Land haben wir denn? Ach, irgendwie schon wieder Wüste und Wald. Hatten wir ja heute noch gar nicht. Beziehungsweise Wald hatten wir heute echt noch nicht.
Hallo, Mr. Zombie. Ich würde dich gerne umarmen, aber das möchte ich nicht. Hier geht's runter in einzelne Höhlen. Aber... eine Hexe. Nee, gegen dich möchte ich auch nicht kämpfen, du blöde Hexe. Nein, nein, das sparen wir uns. Gegen die möchten wir nicht kämpfen. Wollen wir mal ein anderes Biom geben? Wollen wir mal hier Richtung Wald gehen? Das wäre doch mal eine Idee, oder? Einfach mal hier Richtung Wald. Das wäre auf jeden Fall nice. Ach ja. Ich würde echt trotzdem noch gerne an dem Labyrinth zu Ende arbeiten. Das echt gerne noch fertigstellen. Weil ich dafür noch so geile Ideen habe einfach. Dass man nur noch einbauen könnte. Ich meine, ich will ja First Fred unbedingt unterbringen noch in dem, ich laufe mal weiter. In dem Labyrinth. Und ich weiß auch schon wie. Ich will ja, also er soll nicht frei rumfliegen, denn er ist ja nur ein Geist. Geister können sich ja nur örtlich begrenzt bewegen. Alter, was ist das hier für eine Wüste, ey? Riesige Wüste. Haha, Fallschaden, Bitch. Tja, Pech gehabt. Fallschaden tötet alles. Auch Spinnen. Wo ist denn mein... Wait, what? Okay. Seltsam. Mein Aufnahmedings wird nicht mehr angezeigt. Meine... Wie nennt man das denn? Das Overlay von meinem Aufnahmetool wird nicht mehr angezeigt. Das ist seltsam. Aber okay. Es läuft auf jeden Fall noch. Das habe ich gerade mal kurz überprüft. So, wir fahren wieder mit dem Boot. Natürlich so, weil anders macht es ja gar keinen Sinn. Und lassen den Mond hinter uns scheinen. Wunderschön, das anzusehen. Natürlich mal irgendwie richtig hinsetzen. Ne, geht nicht. Okay. Ja, der Mond geht langsam unter. Und, nein, du solltest schon weiter nach da fahren. Die Sonne geht auf. Wo geht denn die Sonne auf? Auch eigentlich in eine andere Richtung, ne? Ja. Ja, aber bis jetzt sehen wir noch nichts. Gucken wir mal auf die Karte. Schnee? Really? Okay. Von der Wüste ins Schneebiom. Auch interessant. Mindestens. Ja, solltest du dir vielleicht mal, ey, eine Jacke zulegen. Ey! Blödes Skelett. Einfach so anzugreifen. Was wagst du es dir? Hier kann man sich auf jeden Fall mal eine Jacke zulegen, wenn man hier aus der Wüste ins Schneebiom gerät. Das kann mal passieren. Aber auch nur in Minecraft. Ich will nicht schwimmen. Ich will nicht schwimmen. Ich kann nicht schwimmen. Lasset mich in Ruhe. Jetzt einfach auf dem Eis ein bisschen hin und her. Das sind überall coole Höhlen, die ich erforschen könnte, aber das will ich gar nicht. Ich will Dungeons und Inseln finden, kleine Fliegende. Ich habe jetzt nur leider gar nicht mehr die Koordinaten von der Stadt im Kopf. Ich habe vor der Aufnahme noch Mystery geschrieben, ob er die noch weiß, aber er hat nicht geantwortet und ich hatte jetzt auch keine Zeit mehr länger zu warten. Und ja, deswegen stapfe ich hier jetzt ein bisschen in der Eiswüste umher. Das ist nicht das spannendste Biom von allen. Aber egal. Ey, ich freue mich schon auf den, auf die Fortsetzung. Den neuen City War Teil. Genau, City War. Das ist ja denn nicht bei City War Nation, sondern City War irgendwas anderes. Immer noch kein Plan wegen dem Namen. Das wird so geil. Da werde ich wahrscheinlich öfter mal so eine Ausflüge machen, aber da wird es dann auch mehr zu entdecken geben. Gibt's ja echt wirklich nichts, ne? In normalen Minecraft Vanilla Welt.
Das ist halt echt schade. Andererseits auch gut, dann können sich schlaue Menschen und kreative Menschen schöne Mods einverlassen, so wie der Hexet-Mod. Der ist nämlich sehr schön. Und sehr cool. Und ja. Werden wir den Weg irgendwann irgendwohin finden, nach Hause oder nicht, das ist hier die Frage. Auf jeden Fall stapfen wir hier noch eine ganze Weile im Schnee rum, befürchte ich. Ich könnte mir jetzt auch einfach irgendwo ein Haus bauen und einfach hier weiterleben. Der Einsiedler. Einsam und zurückgezogen lebt er hier in verschneiten Bergen. Lässt keine Personen an sich ran. Und ganz allein, weil er so ein harter Typ ist, und kämpft im Winter mit den Bären und die Bären. Und mit den Wölfen kämpft er auch, aber da verliert er nur. Was war das denn eben? Ja. Ja, das Leben als Einsiedler ist hart und kalt, wenn man sich so eine Region hier aussucht zum Einsiedeln. Könnte sich natürlich auch ein schönes Haus in den Tropen bauen und da Einsiedler lernen. Aber das ist ja langweilig, what the fuck. Okay, das Eis ist gerade zugefroren. Ja, genau. Nein, das Wasser ist gerade zugefroren und deswegen ist da der Bambus abgebaut worden. Okay, lass mal so durchgehen. Finde ich. Kann man machen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Gipfel. Ich würde ja echt gerne so eine coole Location finden, ne? Erinnert ihr euch noch an mein zweites Minecraft-Let's Play? Das erste, zweite. Weiß nicht mehr, welches das war. Das war auf jeden Fall mit zwei anderen noch. Ich hab die Namen überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich weiß nicht, ob da war einer von den beiden Thilo? Ich glaube schon. Einer von den beiden war auf jeden Fall Thilo und der andere weiß ich gar nicht mehr. Da hatten wir das auch gemacht, da hatten wir Minecraft Vanilla und haben uns da einfach ein schönes Plätzchen gesucht. Und da, ja, angefangen zu bauen. Das ist auch schon so lange her, ne? Das war noch voll die unterirdische Qualität. Und das kann man heutzutage keinem anbieten mehr. Also, ich würde mir das heutzutage nicht angucken. Obwohl es natürlich cool war, irgendwie. Natürlich irgendwie geil. Hey, mein Essen. Obwohl es natürlich schon immer der Architekt war, der die schlechtesten Häuser gebaut hat. Natürlich. Vor allem, nachdem dieses Projekt gescheitert war, gab es ja nochmal einen Versuch mit Thilo und Tim. Tim war auch dabei. Thilo und Tim ein Minecraft-Projekt zu starten, aber da hat sich irgendwie gar keiner mehr für interessiert. Und weiß nicht, das ist irgendwie alles nichts geworden. Da wollte ich ja noch diesen komischen Tempel bauen, diese Pyramide von den Mayas oder den Inkas, je nachdem. Wer hat's gefunden? Das weiß mir nicht genau. Und ja, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch? Wenn mein Dings jetzt weg ist. Vorhin waren 6 Minuten, aber wann war vorhin? Sagen wir mal 7 Minuten habe ich noch. Mal gucken. Ich mache glaube ich um 50 dann. Und wenn der Part ein bisschen kürzer ist, ist auch nicht so schlimm. Denn ich glaube heute passiert eh nichts Spannendes mehr. Und da ist ein Spalt. Okay. Aber hier ist auf jeden Fall noch Schweine-Action. Die kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, finde ich. Also nicht die Schweine generell, sondern einfach die Steaks. Okay. Denn in der Wildnis ist es hart zu überleben. Man muss für jedes Steak kämpfen. Ich finde es schön, dass wir aus dem Schneebiom jetzt raus sind. Das ist angenehm. Schafe geben mir kein Fleisch, deswegen töte ich die nicht. Ich gebe mir nur Wolle und Wolle brauche ich nicht. Ich überlebe nachts auch ohne Bett. Hier ist übrigens eine Spalte direkt neben mir. Das klingt auch wie, das kann man so falsch interpretieren.
Aber das tut ihm natürlich nicht, hoffentlich. Natürlich eine Felsspalte. Da sind sogar zwei. What the fuck, man? What the fuck? Felsspalten, ahoi. Das wäre ja lustig, wenn ich jetzt in die Felsspalte fallen würde und sterben würde. Ha, da würden wir lachen. Ha, lustig, lustig. Ich könnte jetzt mich wirklich irgendwie töten und würde dann einfach wieder zu Hause rauskommen. Das kann man machen. Ist jetzt nicht der Plan. Aber egal. Ja, ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Ich kann ja mal ein bisschen nach da gehen. Komm, wenn ich die ganze Zeit nach... warte mal. Nach da gegangen, nach Norden. Jetzt gehen wir mal ein bisschen... Ich bin nach Westen gegangen, dann muss ich ja eigentlich nach Osten gehen, wenn ich wieder zurück will. Ah, ich glaube, ich bin auf dem guten Wege wieder nach Hause. Klar, wenn ich die ganze Zeit nach Westen, nach Osten, ja, nach Westen gehe, ja. Denn alle Ossis wollen in den Westen, das haben wir ja schon festgestellt in einer der Folgen, in der ich losgegangen bin. Es ist natürlich auch so, dass alle Ossis irgendwann wieder zurück in ihre Heimat wollen, nach Ostland. Denn so nennt sich das Land der Ossis Ostland. Jeder weiß es und jeder fürchtet es. Das gefährliche Ostland. Dort, wo die wilden Kerle wohnen. Was? Ich weiß auch nicht. Diese ganze Alleinsein-Sache bringt mein Gehirn zum Schmelzen. Ach so. Mein Gehirn. Könnte auch ein Fatality aus Mortal Kombat sein. Gehirnschmelzer. Tot. Dumm gelaufen. Ja. Mit Verlusten ist zu rechnen. Aber der neue Mortal Kombat Teil ist noch nicht indiziert in Deutschland, ne? Glaube ich. Nee, ist er nicht, klar. Ich habe ja, ich gucke ja kein Let's Play dazu. Also, naja, eigentlich ist ein Let's Play von den Rocket Beans. Die zocken das. Da schaue ich ab und zu mal rein. Und wenn es indiziert werde, dann würden die es ja nicht zocken. Man darf es ja dann nicht bewerben, glaube ich, wenn es indiziert ist. Man darf es nicht erwähnen, nicht bewerben. Also erwähnen weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt nicht sicher, warum man es nicht erwähnen. Und man darf es aber auf jeden Fall nicht bewerben. Also man darf nicht sagen, Mortal Kombat 10 ist das beste Spiel aller Zeiten. Kauft es euch jetzt. Es ist super geil, super geil. Das dürfte man dann zum Beispiel nicht machen. Wir haben, glaube ich, alle Tiere in unserem Bauernhof, ne? Ich habe gerade überlegt, ob wir Schweine haben, aber ja, haben wir. Haben wir, gar kein Problem. Ich habe gerade auch kurz überlegt, ob es Tiere gibt, die man Fleisch füttert, aber natürlich gibt es die Wölfe, haha, ja, klar. Weiß man doch. In so einer Gegend habe ich übrigens damals, als ich das erste Mal Minecraft gespielt habe, in so einer Berglandschaft, mein erstes Haus gebaut. Stimmt gar nicht, war eine Lüge. Das zweite Mal. Das erste habe ich, glaube ich, irgendwo im Wald gebaut. Dachte mir, ist ja scheiße, ist ja nur Wald und langweilig, nicht gut. Und dann wollte ich woanders hin. Da habe ich hier so eine schöne Berglandschaft gefunden damals. Und habe da dann ein Haus gebaut. Und das fand ich relativ schön. Beziehungsweise war kein Haus. Erstmal habe ich mir nur einen Notunterschlupf gebaut. Baut, nicht gebraut. Jetzt kannst du mehr frei, das ist ja Quatsch. Ja, und mich da. Also quasi einfach nur zwei Blöcke lang und fünf Blöcke hoch, glaube ich, in eine Wand hinein, in eine Felswand hinein. Und, ja, dann habe ich einfach geguckt und dachte mir, hey, so eine schöne Berglandschaft, ist doch eigentlich ganz schnieke. Kannst du doch eigentlich was draus machen? Dann habe ich das ein bisschen ausgebaut, ein bisschen Zeug reingestellt, ein bisschen Betten reingestellt. Dann habe ich tatsächlich unter dem Berg, ging es ja irgendwie noch runter, ich war ganz oben auf einer Höhe, unter dem Berg habe ich das fast komplett alles ausgehöhlt und quasi... Ja, so ähnlich wie die Gruft jetzt in diesem Let's Play,
Ich habe mir so eine eigene Batcave gemacht, weil ich das total cool und badass fand. Und mit Lava, die an den Wänden herunterläuft und Glas davor und mega geil. Und ja, das war schon sehr cool. Das war schon sehr badassig. Das war schon sehr awesome. Ach ja, die guten alten Zeiten. Da habe ich total nutzlos eigentlich, aber ich fand's cool. Habe ich mir eine überdimensional riesige Treppe gebaut. Einfach von dem Berg runter. Die war irgendwie 10 Blöcke breit und wie lang war die ungefähr? 40, 50 Blöcke oder so, wenn nicht sogar noch länger. Also eigentlich schon echt übertrieben. Aber ich fand's cool. Und hat mir das gebaut. Einfach weil es schön aussah. Da habe ich noch ein Dach drüber gebaut sogar. Und dann auch mit Lava, das da runter lief. Und oben drauf Lava, das von Glas umzogen war. Das war schon cool. Und dann noch eine Höhle gefunden. Hinten, hinter dem Berg habe ich dann noch so einen Garten angelegt. Ach ja, die guten alten Zeiten. Ich sollte langsam den Part beenden. Denn ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Und es ist jetzt 50. 50 wollte ich ja den Part, wie gesagt, beenden. Und, ach ja. Es macht immer Spaß, so Anekdoten dazu erzählen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was so euer erstes Haus war, beziehungsweise wie so eure ersten Berührungspunkte mit Minecraft waren. Was habt ihr so gemacht? Habt ihr euch eher aufs Abenteuern konzentriert? Also seid ihr eher losgezogen und habt Monster geschlachtet? Oder habt ihr eher versucht, Häuser zu bauen? Oder die Welt einfach ein bisschen zu erkunden oder so? Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euch damals so angetrieben hat. Was ihr damals so in Minecraft gemacht habt. Vielleicht auch, warum ihr euch das Spiel gekauft habt. Da kann man ja ewig drüber reden. Und ich hoffe, irgendwann in ferner, vielleicht sehr ferner, aber vielleicht auch gar nicht so ferner Zukunft, wird es einen Minecraft-Podcast geben. Und ja, einfach mal schauen. Da habe ich schon die eine oder andere Idee, wer dafür in Frage kommen könnte für den Minecraft-Podcast. Da habe ich schon, also ich auf jeden Fall. Es wär ja schön, wenn ich in meinem eigenen Video dann vorkommen würde. Ja, würde mir sehr gefallen. Das ist übrigens ein Stern, an dem kann man sich sehr gut orientieren. Ja, und habe ich halt. Da kann man über vieles reden. Aber wie gesagt, diese Podcasts, die möchte ich halt unbedingt noch gerne machen. Und ich hoffe, die kommen irgendwann zustande. Und ich wollte eigentlich nur irgendwas noch das in die Länge ziehen, damit ich hier nochmal an Land ankomme. Um hoffentlich dann an Land den Part zu beenden. Aber offensichtlich geht das nicht, denn hier gibt es kein Land mehr. Ist alles untergegangen. Doch, da hinten ist Land. Jetzt muss ich aber noch erzählen, bis ich das Festland erreicht habe, was übrigens gar kein Festland ist. Dann geht es gleich weiter mit Wasser. Das ist ja auch Quatsch. Egal, kann ich auf den Inseln hier, auf den Schottischen, kann ich da weitergehen. So, Leute, ich würde sagen, wir legen hier an mit dem Schiff. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, Minecraft-Podcast kommt. In ferner oder naher Zukunft werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal.